Hi zusammen! Einige Zuschauer schreiben immer wieder, wie teuer insbesondere Akkusauger doch sind und dass es rausgeschmissenes Geld wäre, weil es ja deutlich günstigere Geräte gibt, unter 100 Euro zum Beispiel. Ich habe dazu eine klare Meinung, stell die aber gern auf die Probe, indem ich mir jetzt auch mal ein Gerät für 50 Euro bestellt habe, um zu demonstrieren, was man erwarten kann und mögliche Schwächen aufzudecken oder mich positiv überraschen zu lassen. Viel Spaß! So, der Karton kam unschön verpackt an. Der Lieferumfang besteht hier aus dem Handgerät, einer motorisierten Teppichbürste, einer Bodendüse, der Bedienungsanleitung, einem Stück Plastik, einem Handgriff und einer rätselhaften Eisenstange. Erster Eindruck. Mir wird schlecht, wenn ich das hier sehe und ich habe null Bock, meinen Staubsauger selbst zusammenzubauen. Ich bereue an der Stelle jetzt schon den Kauf, aber es kann nur schlimmer werden. Also Handgriff auseinander, die Aluminiumstange da reinmanövriert und wieder zusammengeschraubt. Das Ganze wird dann in das Handgerät gesteckt und die Bodendüse angebracht. Das ist eine Sache von 5 Minuten und ich stelle hier fest, dass es gar kein Akkustaubsauger ist, sondern ein kabelgebundener Staubsauger. Das wird auf dem Produktbild anders suggeriert, aber um ehrlich zu sein, ist das auch mein Fehler, denn ich habe mir keine Zeit genommen, hier genauer hinzuschauen. Der Blick in den Staubbehälter ist okay, das Filterteil habe ich schon mal schlimmer gesehen, aber der Behälter schließt erst auf Nachdruck wieder. Die Qualität ist schlimmer als ich erwartet habe, das ist komplett billiges Plastik. Positiv könnte man anmerken, dass zwei Bodendüsen dabei sind. In der Hartbodendüse ist aber keine Bürste oder Softwalze drin und damit sehe ich auch keine Vorteile darin, diese zu nutzen. Die Zuführung ist ja im Prinzip genauso schmal wie bei der anderen Teppichbürste. Die traurige mitgelieferte Fugendüse hier will ich gar nicht kommentieren. Um das Handteil separat zu nutzen, müssen wir den Staubsauger auseinanderbauen. Allerdings brauchen wir dafür keine Schrauben lösen. Und ehrlicherweise wäre das kein Problem, wenn wir nicht die Bodendüse teilweise unter Muskelkraft mit einem starken Ruck rausziehen müssten. Die Produktdaten. Als Kabelsauger kann das Gerät mit mehr Power versorgt werden. 600 Watt sind eine Menge Holz und auch 15.000 Pascal an Saugleistung, die das Ding bringen soll, sind für ein 50 Euro Gerät sogar richtig gut. Der Staubbehälter ist groß mit 600 Milliliter Volumen. Die Kabellänge liegt bei 6 Metern. Beim Gewicht gibt der Hersteller 1,7 Kilo im Bodenmodus an. Ich habe hier allerdings 2,1 Kilo mit dem Kabel gemessen. Der Hersteller schreibt auch was von 360 Grad Gelenk. Das stimmt nicht. Die Beweglichkeit ist sehr eingeschränkt und liegt bei 120 Grad. Nun ja, kommen wir zum Test. Der Staubsauger quietscht unangenehm über den Boden, als wäre das ein in die Jahre gekommenes Spielzeugauto. Da ich jetzt nicht auch noch damit anfange, das Teil zu ölen, müssen wir damit leben. Aber das ist kein Rollen, man schleift den Sauger quasi über den Boden. Für flache Möbel, Couches und ähnliches ist der komplett ungeeignet. Will man in die Waagerechte, hebt sich auf der anderen Seite die Düse an. Das ist vollkommen dämlich gemacht. Allerdings ist die Saugkraft und die Reinigungsleistung besser, als ich erwartet habe. Der hat ganz ordentlich Power für den Preis und kommt mit der großen Aufgabe hier ganz gut zurecht. Dass er die groben Stücke hier nicht direkt aufnimmt, das hat an der Zuführung zu tun, weil die nicht hoch genug ist. Nicht an der Saugleistung, aber das ist kein Problem, das hat man auch beim Dyson mit der Universalbürste. Letztendlich landet dann doch alles im Behälter. Ja, dasselbe gilt für den Handbetrieb, das gefiel mir durchaus und das kann auch so verwendet werden, auch wenn das natürlich blöd ist, dass man da noch ein Kabel dranhängen hat. Die Reinigungsleistung ist tatsächlich das Beste an dem Gerät, aber der ist auch unfassbar laut mit 82, 83 Dezibel. Es gibt ja nur eine Leistungsstufe hier. Das Teil überhitzt ansonsten ziemlich stark. Nach 5 Minuten hat der Motor so eine Wärmeausstrahlung, dass ich kein gutes Gefühl habe, das Ding zu verwenden. Und das erklärt auch diesen seltsamen Satz in der Produktbeschreibung. Ich zitiere, das Modell hat einen Überhitzungsschalter, wenn das Gerät 1105 Grad erreicht. Zum Vergleich, Gold wird bereits bei 1064 Grad flüssig. Gut, das ist natürlich ein Rechtschreibfehler. Vertrauen habe ich in das Gerät trotzdem nicht, selbst wenn wir hier sogar ein CE-Kennzeichen finden. Ja, viel mehr brauche ich eigentlich nicht zu sagen. Die beiden positiven Dinge, die ich gefunden habe, ist die Saugleistung und das ist die Freistellenfunktion. Der Rest ist mies bis katastrophal. Das ist es einfach nicht wert. Meine Empfehlung an der Stelle ist bei Akkustaubsaugern mindestens 150 Euro und bei Saugrobotern sieht das genauso aus. Mit 150 Euro als Minimumpreis habt ihr in der Regel ein anständiges Gerät mit guter Verarbeitung. Bei den Staubsaugrobotern habe ich ja auch mal 9 oder sogar 10 Geräte unter 100 Euro getestet. Das war bis ein, zwei Ausnahmen kompletter Plastikschrott. Und wir hatten in diesem Fall ja sogar einen kabelgebundenen Staubsauger. Bei Akkugeräten müsst ihr einfach noch vorsichtiger sein in puncto Sicherheit zum einen und Akkus sind ganz normal auch ein Kostenpunkt. Das heißt, einen kabelgebundenen Staubsauger findet man vielleicht für 100 Euro noch einen ganz ordentlichen. Bei Akkusaugern muss man dann 50 Euro drauflegen. Ja, wenn ihr euch weiter informieren wollt, dann guckt euch gerne meinen Top 10 Test der Akkustaubsauger an. Da habe ich 20 Geräte getestet und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Ciao.